War jemand zu gütig und hat mir zum Black Hat Killer, nennt sich die Scheißzeug hier, gegen Mitesser bestellt. Hey, oh Leute. Ja, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mein Auto zu entrümpeln. Und bin jetzt gerade am Überlegen, wie im Koffer ein bisschen was besser sortiert kriege, damit ich Werkzeug und Schrauben da hinten besser reinkriege. Oder dass mir jetzt jedes Mal rumfliegt oder ich das komplette Auto auseinanderräumen muss, so ungefähr auseinandernehmen muss. Vorher bringe ich noch ein bisschen Pfand. Jo Leute, vom Shoppen zurück. Das war schon 13 Euro Pfand hatte ich im Auto liegen. Viel zu viel. Bisschen einkaufen gewesen. Da rein. Irgendwie. Hier vor dem Sitz vor. Irgendwie. Das ist irgendwie so eine Art kleines Regal hin. Damit ich demnächst. Ja. Schrauben, Nägel und so. Als Pakete da so ein bisschen reinstellen kann. Ohne dass mir der ganze Scheiß gleich hier direkt quer durchs Auto fliegt. Ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Öl für das Auto habe ich dann auch noch geholt. Würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Versuchen wir uns den Scheiß zusammen zu basteln. Sehen, was daraus geworden ist. Das ist so ein Auto, die Geschichte. War jemand so gütig und hat mir einen Black Hat Killer, nennt sich die Scheiße hier, gegen Mitesser bestellt. Was ich jetzt einfach mal ausprobieren wollte. Oh Gott. Es klebt und merkt, wie es sieht. Und ich würde einfach sagen, wir machen den Scheiß jetzt und gucken mal, was draus geworden ist. Ich hab's jetzt abgezogen. Erstes Fazit ist, kriegt die Hälfte immer noch im Gesicht rum. Und ich habe das, glaube ich, viel zu dünn aufgetrunken. Das kann auch ruhig ein bisschen ganze Ecke dicker machen. Aber. Wenn man das erstmal viel angucke, ist das Gröbste alles so weit weg. Das heißt, das Gröbste ist ein bisschen schon weg. Fühlt sich nicht mehr ganz so roh an wie sonst.